Felgen gekauft habe, waren die schrottreif. Keine Dellen, keine Kratzer. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder natürlich um eine ML. Heute werden wir die Felgen machen. Ihr könnt immer noch hinschreiben, was ich für die Teile bezahlt habe. Das sind einmal die Teile hier. Was hier alles dabei ist, ist einmal Bremsen vorne, hinten, Wasserpumpe, Ölfilter, Luftfilter, Filterspurstangen links, rechts, die Traggelenke. Da solltet ihr sagen, was habe ich dafür bezahlt? Und der Gewinner kriegt diesen Powerbank von mir. Den habe ich jetzt rausgeholt extra. Ich wollte euch auch einmal gleich zeigen, hier 100%, weil mein ML, die Batterie ist leer. Und jetzt möchte ich mal sehen, ob er den ML zum Laufen bringt, weil da ist hier keine kleine Batterie. Wir fahren jetzt nach Bochum. Da sind die Reifen, die ich geholt habe. Nicht die besten Reifen geholt, aber diese haben sehr gut abgeschnitten. Komischerweise B und C. Das Ding probieren wir jetzt aus, dann kann ich euch genau sagen. Na, Plastik. Licht, USB und so weiter. Haben ja alle eigentlich schon mittlerweile. So, wir fahren jetzt nach Bochum. Die sollen mir mal sagen, in einem Polo passt nichts rein hier. 4 Reifen, 20 Zoll. Haben wir so ganz locker hinten gepasst. Hammer, ne? Geil. Rücksitz, einfach reingepasst. Hier lackieren wir die Felgen, schwarz Hochglanz machen. Wir haben die aufbereitet, ihr habt die Felgen vorher gesehen. Katastrophe seid ihr. Katastrophe. Darum auch so günstig geschossen. Und ihr seht gerade, er macht gerade eine Felge. Lackiert. Aber ich muss hier echt einmal Jan, Ibo, Samuel, Frat alle danken. Die haben alle mitgeholfen, haben die Felgen so auf Vordermann gebracht. Ja, als ich die Felgen gekauft habe, waren die schrottreif, ehrlich. Die sahen aus, als müsste man die wegschmeißen. Wir haben nur mit Schleifen, ohne Schmacht, ohne nichts, Schleifen, Füller und lackiert. Und jetzt sehen die so aus. Krass. Was man mit bisschen Arbeit echt rausholen kann manchmal, das ist einfach nur geil. Wir zum Schauen uns die Felgen jetzt nochmal an. So sehen die Felgen aus. Echt richtig, richtig, richtig nice geworden. Ja, guckt euch das mal an. Keine Dellen, keine Kratzer. Da sind vielleicht ein, zwei kleine Staubpartien drauf. Aber das Geile ist, wir haben so viel Klarlack drauf, dass wir das einfach polieren können. Mittag ist auch schon gekommen. Grüß Gott, Ahmed Abi. Grüß Gott. Wir werden den jetzt auf jeden Fall einbauen. Ich habe die Reifen da. Ich habe die Gewichte da, also schwarze Gewichte. Hatte Ahmed Ham nicht da gehabt. Ja, bevor jetzt der eine oder andere schreibt, ich habe Gummiventile. Ja, aber ich will ja auch damit keine 300. Ahmed Ham, was sagst du? Gut geworden? Sehr. Sehr schön, ne? Dann fangen wir damit an. Wenn wir die Felgen einbauen, den einen habe ich noch eingespannt. Erst kommen die Ventile drauf. Ich habe nur diese Ventile, also sagt bitte nicht. Einschmieren. Na, ich ziehe einfach hoch, Ja? Ja, ja, ich ziehe einfach hoch, so. Und ein bisschen mit Gefühl hoch, fertig. Ich fette das ganz wenig ein. Damit der Reifen hier auch ohne Probleme aufblasen kann, falls er Probleme hat. Ach, Inside, Outside. Laufrichtung hat er ja nicht. Hier, ich habe mal so eine Marke geholt. Es ist jetzt nicht der teuerste, ist klar, aber die waren gut. B und C abgestimmt, 71 Dezibel. Und jetzt werden wir den ganz kurz einbauen. Ich nehme euch mal mit. Boom. Gut, dass die Hunde jetzt erst reagieren, ne? Wo die Werkstatt schon halb ausgeräumt ist. Ich bin seit einer Stunde hier und die Hunde reagieren erst jetzt. Gute Wachhunde.
Warte, warte. Nee, nichts kaputt habe. Nein, Mann. Sonst wäre es ja zu einfach hier. Sonst wäre es doch zu einfach. Mit der Kamera musst du arbeiten. So, das ist nur das einzige Problem, was ich sehe. Ich hoffe, jetzt wenn ich Luft drauf mache, dass man das nicht mehr sieht. So, schön, keine Kratzer reingehauen. So muss das sein. Habe ich jetzt die... Ach du Scheiße, innere Seite. Ach, inside, outside. Laufrichtung hat er ja nicht. Muss ich jetzt wieder abziehen? Soll ich den abziehen? Ja, ich zieh schon ab. So musst du den einbauen, das habe ich ja gerade auch gemerkt. Hast du wieder mit einer Hand einbauen? Natürlich. Okay. Hier eine Hand. Ich brauche immer Herausforderungen. Aber ja. Guck mal, du wirst erstmal ein bisschen und dann drückst du einmal hier drauf und dann zieht er sich einmal nochmal hier rein. Und dann, das war's schon. Und dann klappt das. Also, die Reifen hinten da draußen. Falls ich mal arbeitslos werde, können wir unseren Schuhplatz erstmal schön aushandeln. Ich kann sehr gute Reifen machen. Spaß. Ah, den roten Punkt muss ich einmal darüber bringen. Ah, nein, das mache ich nie. Ja. Ich mache das ab. Erstens, das sieht geil aus. Das ist jetzt, weil jetzt 5 Gramm weniger Spaß ist, egal, aber das sieht besser aus für mich. So, wir haben jetzt 2,5 drauf. Gut, einen Reifen haben wir gemacht. Jetzt mache ich erstmal alle Reifen fertig. Parallel macht Ahmed haben ganz kurz die Auswuchten. Da bin ich auch mal gespannt, ob der einen Schlag hat oder nicht. Ne, ich habe die ja nicht gefahren oder so. Ich kann es euch nicht sagen. Beängstigend günstig bekommen. Mal schauen. Aber haben wir alles gut hingekriegt, obwohl ich ihn einmal außen eingebaut habe. Keine Kratzer oder so reingemacht. Sehr schön geworden, die Felge auf jeden Fall. Und gleich kommt noch die Kappen drauf. Alle ausgewuchtet, natürlich 0-0 ist ja mein Auto, ist ja klar. Wir haben die alle schon vorbereitet und ja, wir werden die jetzt einbauen. Ich bin ja auch gespannt, wie das aussieht. Auto haben wir ja noch nicht zusammengebaut, aber die Felgen könnten wir schon draufbauen. Warum nicht? Der schöne ML. So, jetzt gucke ich mal, ob der anspringt. Hier, gar nichts. Batterie ist komplett leer gezogen. So, passt aber zu unserem Vorhaben. Das werden wir jetzt benutzen. Das, was ihr gewinnen könnt, wenn ihr das richtig ratet, was ich an die Teile bezahlt habe. Und ja, es wird erst verlost, wenn ich die Teile einbaue, sage ich auch, wie teuer das Ding ist. So, hier ist das schöne Ding. Da ist er. Gucken wir mal erstmal, wie viel der ist. Der ist natürlich 100%. Das heißt, es gibt keine Ausreden, wenn es nicht funktioniert. Ein Ladegerät. Haben auch nicht alle. Der sieht auf jeden Fall robust aus. Die Batterie ist nicht abgeklemmt oder so, nicht, was ihr denkt. Ja, einmal und zweimal. Macht das Ding irgendwas? Macht er gar nichts. Also so entladen ist der. Ich halte mal hier drüben. So, hat geklappt. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ding das hier startet. Hier haben wir schon mal Strom. Das ist schon mal gut. Oh, das hört sich auch schon mal gut an. Krass. Das Ding hat ja mal Saft. Das muss ich jetzt echt gestehen. So, ich mach den mal aus und gucken, ob der wieder startet. Guck mal, Batterie, Lichter, ne, gar nichts. Gar nichts, die Batterie ist komplett entladen. Aber ich muss sagen, das Ding ist mal nicht schlecht. Hat direkt gestartet und aber war so richtig, ne? Also man hat gemerkt, hat richtig Power gehabt. Diese Audave ist echt geil. Jetzt können wir mal echt eine Werbung raushauen. Also das Ding ist gut. Naja, also immer, was man nicht kennt, Werbung zu machen, ist immer so eine Sache. Aber hier kann man echt eine Werbung raushauen. Auf jeden Fall, das Ding könnt ihr gewinnen, wenn ihr richtig tippt. Also derjenige, der das gewinnt, kann sich glücklich schätzen, weil das Ding ist echt geil. Muss ich jetzt sagen.
Direkt gestartet. Doch. Geil. Oh, jetzt ist das soweit. Ich habe die Reifen drauf. Ahmed Ham guckt sich das auch schon begeistert an. Und ach, gar nicht? Doch. Genießt es. So, wir haben schon fast 10 Uhr und ich habe mich für diese Kappen entschieden mit roten Akzenten. Warum? Weil wir die Bremsanlage rot lackieren werden und den AMG-Zeichen werde ich auch rot lackieren. Deswegen habe ich mich so entschieden, roten Akzent. Ich finde es, sieht richtig gut aus. Dann, wenn da Verbreiterung noch also reinkommt, ist ein SUV, der soll auch hoch sein, ne? Hopp. Paul, gefällt dir das? Gefällt dir das? Guck mal, AMG. Nein, da, AMG. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das war jetzt einmal mal Felgen-Update, kurz für den AMG. Ich finde es richtig geil. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Bleibt gesund. Ganz wichtig.